herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ja, Jürgen, jetzt? Moin! Was machst du hier? Vorbeigucken. Brauchst du Hackschnitzel? Nö. Ach so, ich dachte nur. Hab mich gewundert, was. Ja, ich brauche. Ich hab von der Blende angehalten. Och, warum? Alter, die kam mit drei Autos, Haben die nichts zu tun? Die haben den Diesel festgenommen. Warum? Ich hab den nach Hause gefahren. Er hat mich ja angezeigt, weil ich ihn angeblich K.O.-Tropfen oder sowas reingetan habe. Ach Gott, die alte Story, ey. Und jetzt wurde der festgenommen. Ich weiß nicht, was abgeht. Die sind auf einmal mit blaulichen Sirenen an mir vorbeigeflogen, ey. Ein Auto hinter mir, eins vor mir quer, ey. Ich hab gedacht, ich bin hier im schlechten Film. Ich dachte, SIK kommt, zieht mich aus der Karre raus und dann ist vorbei, ey. Ja, sei froh, dass nicht dich getroffen hat. Also, oh. Also wieder nichts zu tun, weil du hier durch die Gegend fährst, oder was? Ah, eigentlich schon, aber... Kein Bock, oder was? Ich hab grad keine Lust auf Feldwirtschaft. Du bist mir einer, ey. Willst du Paletten verladen? Nee, ich hab doch was zu tun. Doch, ich hab... Ah, nee, warte mal. Komm mal mit. Printet der auch noch, ey. Ja, ich hab's eilig. Ich hab so viel Arbeit, ey. Na dann, Jö. Ja, sag mal an, was das Ding hier kosten soll. Das Ding? Hast du zufällig Schlüssel dabei, dass ich mir das angucken kann? Gibt's doch schon dabei, ja. Mit Steuern, allem drum und dran, willst du wahrscheinlich wissen, wa? Ey, sag mal an. Ach, Volker Varuna, hallo. Guten Tag, Herr Varuna. Entschuldigen Sie mal die Störung. Soll ich den gesamten Inhalt vom Silo an Karotten verkaufen? Wie viel Ladevolumen haben Sie denn? 70.000 müssten es sein. Ja, 70.000 können Sie verkaufen. Gut. Und der Preis ist schon um 7 Euro gesunken, ey. Jetzt geben Sie mal Gas. Ja, also 70.000 Liter ja. Karotten. Heide. Jabuk. Dabei. Ruwa? Avanti. Ruwa? Ja, ich weiß schon. Unseren Kufens in. Ciao, Kakao. Tschüss. Alter, der hat überhaupt nicht kapiert, was ich von ihm wollte, oder? Keine Ahnung. Also. 73.500 mit Steuern und allem drum dran. Oh, oh. Guck mal die Balken da oben an. Sieht so aus, als würde die sich ein bisschen durchbiegen. Das ist optische Täuschung. Optische Täuschung, ey. Du bist eine optische Täuschung. Ich glaube, das ist durch den Schnupfen. Denkst du das nur? Auf jeden Fall, hier hinten hast du noch kleines Abstell-Dinge, ne? Ja, für die Bierflaschen passt schon. Genau, zum Beispiel kannst du da eine Kühlkammer einbauen. Hier so eine dicke Wand machst. Eine dicke Kühltür. Kannst du hier schön Bierkühl lagern. Für die Gemeinde. Brauchen wir auch. Okay. Wie viel, was hast du gesagt? 73.500. 73,5. In zwei Minuten kostet es 173.000. Bad uff. Sag mir mal was anderes, wo ich meine Kartons lagern kann. Was? Ich habe noch einen Haufen Kartons und Papier und Zeug. Wo kann ich denn das lagern? Kartons und Papier und... Ja, nirgendwo. Es gab doch mal eine Transportfirma, die bei dir angegliedert war. Hat die keine Lagerfläche? So, ja, die wird bald freigemacht, ja. Was wird freigemacht? Ein Brief kannst du freimachen. Nee, ja. Ja, warum? Muss noch, holen. Was holen? Ja, muss noch holen, Zentrallager. Ja, willst du das kaufen, oder was? Ich bin tatsächlich am überlegen, das für die Spedition zu kaufen. Ja, der Zimmermann oder so hieß doch der damals. Ja, der ist doch aber weg. Das sind alle Pfeifen hier. Na, alleine. Ja, ich guck mich an. Muss alles alleine werfen. Ich auch, ey. Ich weiß auch nicht mal wohin.
Vor allem habe ich ja jetzt auch noch die Metzgerei am Hut. Echt? Aber die läuft ja. Du hast mir die doch verkauft, du Held. Ja, stimmt. Da war was. Was Oh, noch ich habe. Diesel? Diesel habe ich noch. Schade. Hab knapp 15.000 Liter Würstchen jetzt. Und 14.000 Liter. Kilo Steak. Oh. Läuft so langsam. Leerpaletten müsste ich mal wieder hinbringen. Okay. Gut, ich guck mal, wie schnell ich das Geld hierfür auftreiben kann. Bist du, ja. Und dann würde ich das kaufen, weil ich habe schon Leerpaletten. Warte mal. Also ich habe jetzt schon wieder einen Haufen Bretterpaletten. Mach's nicht kaputt. Hey, abgeschlossen. Guck mal, oh, guck hier. Oh. Hier stehen schon wieder, was sind das? 6, 11, 12 und sind schon 430, 80. Ja, passt. 12 und 10. 13. 25 Leerpaletten. Also, Paletten, Leerpaletten habe ich schon Ja, wieder musst du hier. da rein tun. Ja, gib mir Geld, dann kaufe ich. Nee, aber das würde ich dann kaufen, demnächst. Und, oh Gott, du, 16, ne, 17 Paletten Holzkohle habe ich auch schon wieder. Die Gemeinde will gerade keine. Aber mit der Produktion geht auch nichts voran, ey. Irgendwie, weiß nicht. Die Gemeinde macht doch irgendwas falsch. Warum? Ein bisschen mehr Rabatte geben. Das Ganze mal. Ja, mal wieder ein bisschen subventionieren, ja. Ich meine, wir haben es ja damals gemacht, als ich noch im Gemeinderat war. Ja. Oder den Leuten einfach mal ein bisschen Geld schenken. So, 500.000 an jeden Bürger wäre schon ganz gut. Ja. Könnten mal ihr Schwarzgeld ausgeben, ne? Oh, hä? Wer ist denn das? Was will denn der hier? Lauf nicht hin, lauf nicht hin. Doch, der hat nichts gesagt, dass er vorbeikommt. Weiß vor allem nicht, wer das ist. Wir Naja. wollen wieder unnötig was. Lauf einfach weg. Ich will. Der ist mit dem blauen Fahrzeug da, das kann nichts Gutes sein. Ist Gemeinde, die wollen Holzkohle kaufen. Ja und? Ich renne jetzt vorm Geld gerade weg, verstehst du das? Ist egal. Wer macht denn sowas, vorm Geld wegrennen? Die Gemeinde läufst du weg. Naja, ich muss sowieso noch ein bisschen Hackschnitzel vorfahren. Hey, ich könnte dir doch Hackschnitzel aufladen und du fährst die vor. Ja, kannst machen, passt aber nicht viel rein. Wie viel passt denn rein? Oh, der läuft hinterher. 3600, glaube ich. Wie viel? Ja. Ja, da muss ich wenigstens einmal weniger fahren. Ja, dann gib rein. Oh Gott. Das ist eine Schaufel. Wenn das überhaupt passt, geht wahrscheinlich die Hälfte daneben. Hey, pass auf mein Dach auf. Bleib stehen. Verpasst noch was. Voll. Oh. Jo, vorne einfach abkippen. Also vorne rein beim Jo. Sägewerk. Den erschreckt mal jetzt ein bisschen. Hallo, Herr Krüger? Hallo. Herr Krüger? Ja, guten Tag. Ich habe ein Ding Holzkohle fahren für die Stadt. Und Messe. Wer hat denn den Auftrag gegeben? Mein Chef, der Lukas Müller. Sie sollen ihn auch mal anrufen, bitte. Warum ruft der mich nicht an? Das ist Ihr Chef. Sie würden ja an Ihr Telefon nicht rangehen. Wenn das einmal klingeln lässt und ich dann nicht gleich springe, dann ist er beleidigt, oder was?
Keine Ahnung. Können Sie Telelader fahren? Ja, würde ich hinbekommen. Weil die sind jetzt noch nicht verladen. Die Paletten. Wir haben sie keine Zeit, oder? Ich habe sehr viel zu tun eigentlich. Ja, kann ich machen. Also ich würde kurz die Schaufel vorne dann abkippen und dann können wir da eine Gabel dran machen. Ja klar, kein Problem, können wir machen. Okay, dann treffen wir uns gleich vorne. Sie, hallo? Ja, Array 6. Alter, so ein Vollhorst. Ich frage ihn noch wegen Holzkohle und er sagt dann, nee, er weiß er im Moment nicht. Und jetzt will er plötzlich wieder welche haben. Was ist denn das jetzt hier? Hallo? Ja. Kannst du mal Mitarbeiter, oder ich weiß nicht, hat das dir schon gesagt? Ja, warum rufst du nicht an? Der steht hier. Oh Gott, diese Bretterpaletten sind auch schon wieder voll. Ich habe geschrieben, dass du mich... Achso, hat sich erledigt. Ja, weil die Leitung war besetzt. Ja, musst du halt 5 Minuten später nochmal probieren. Ja, aber sie war halt lang besetzt. Deswegen... Das ja, der Racer ist plötzlich... warte, ich muss ja wegfahren. Ja, machst du's? Rechnung, also es ist für die Stadt. Wie viel denn? Mach voll. Also mach die Plattform voll, bitte. Ja, Plattform voll gibt's nicht. Wie viel nicht hast du? Ja, warte, ich guck nochmal kurz rein. 9, 16, 16 Paletten hätte ich. Na gut, sag mal 6 oder so drauf. Der Pappenstall. 6 verkaufe ich nicht, verkaufe nur 10. Na okay, dann lad 10 drauf. Gut. Der verkauft nur 20. Haben Sie gehört? Sie sollen 10 aufladen. Herr Müller? Ja? Der Volker verkauft nur 20. Aber er hat doch nur 16. Hä? Aber er hat doch nur 16. Der verkauft nur 16. Alter. Sorry, hab nee. hab ich eine Spalte vertan. Ja. Geiles Gerät. Ich bin hier der Eigentümer, wissen Sie? Hallo? So wir verkaufen nur 16. Hallo? Herr Müller? Aber ich habe gerade den Vertrag. So. Moment, ich koppel Ihnen die noch an. Ich fahr mal gerade ein paar Paletten raus, dann kann ich Ihnen noch 3 rauslagern. Okay, danke. Fahren Sie ruhig mit dem Anhänger mal rückwärts hier ran. Volker! Volker? Wart. Er will 16 kaufen. Ich hab dem gesagt, dass du der Praktikant bist und dass hier mein Grundstück ist. Herr Raysex, könnt ihr euch hier mal weg verkrümeln, sonst ist nämlich der silberne Dinger da gleich kaputt. Nur 10! Volker, ich hab einen guten Deal rausgehandelt. Ja, 10 passt. Ich muss 16 sagen. Passt schon. Seitwärts bitte ranfahren, Herr. Hört er mich überhaupt? Wie ist das? Tschüss, Charlie. Ja, jetzt. Seitwärts bitte. Tschüss, Charlie. Jetzt einfach gerade zurücksetzen. Dass ich von der Seite aufladen kann. Dann mache ich die nämlich gleich drauf. Oh, passt, Herr Krüger.
Da hinten liegt noch eine Plattform, Herr Krüger, ne? Okay. Die gehört auch zu Ihnen. Das ist ja auch leer. Ja, ja. Was leer? Ich komme nämlich nicht dazu, hier zu arbeiten irgendwie. Ah, Telefon. Volker Varuna, hallo? Ja, guten Tag, Herr Varuna. Entschuldigen Sie, wenn ich nochmal anrufe. Aber ich bin gerade komplett verwirrt. Soll ich jetzt alles verkaufen? Sie sollen 70.000 verkaufen. Okay. Eine Ladung im LKW. Kriegen Sie das hin oder muss ich hier ein Händchen halten? Nee, krieg ich hin. Ja, bin ich mal gespannt. Also dann einen schönen Tag noch. Ebenso. Was hat denn der Neumann für Pfeifen eingestellt, ey? Wie ist der jetzt bei dir am Arbeiten? Der soll bei mir flügen, der Otto. Der Neumann nicht, ist einer seiner Mitarbeiter. Der Leon. Keine Ahnung, welcher das war. Er soll bei mir flügen, der Otto. Den kriege ich nicht hin. Warte mal. Passen da überhaupt 10 drauf? Nö. Aber egal, berechne einfach 10 und lad 3 auf. Nein, da hinten ist ja noch eine Palette, eine Plattform. Oh. Das ist aber Sauerei. Werden die hier hingestellt? Warum? Die kriegst du dann immer Angang. Ist mir doch egal, die stand mir im Weg, dann habe ich sie dahinter geschoben. Finde ich gut. Ja, Herr Krüger, ich bin doch so nett. Ich lade Ihnen kurz die 2 noch auf, dann ist das fertig. Okay, danke schön. Weiß er nicht. Wie gesagt, das Angebot da steht, ne? Welches Angebot? Hä? Welches Angebot? Psst, versuch den abzuwerben. Herr Krüger, ich hätte auch Arbeit. Nein. Also ich zahle besser. Ich zahle besser als alle anderen Pappnasen hier. Ja, die einzige Pappnase, die ich sehe, bist du. Wie viel verdienen Sie bei Müller? Ich mache mein Gehalt selber. Sie machen das Gehalt selber. Aber Sie werden niemals 3.000 verdienen, oder? Im Monat. Ich sag, ich mach mein Gehalt selber. Tja, jetzt guckst du, Jürgen. Gutes, Sie kriegen sogar einen Firmenwagen. Das haben Sie bei Müller nicht. Firmenwagen hört sich immer gut an. Sehen Sie? Sogar einen Unimog vielleicht. Aber nur vielleicht. Ja, das kann man alles aushandeln. Also als Firmenwagen hätte ich gerne einen Porsche. Ein Porsche? Das gibt's hier nicht zu kaufen im Land. Wir müssen halt exportieren. Exportieren oder importieren? Ein Porsche hätte ich auch gerne, ne? Oder so ein Lambo? Mit dem hier so schön rumgrusen? Können wir ja mal importieren. Jürgen, dafür musst du erstmal was arbeiten. Hey, Moment mal, ich hab mehr Kapital auf dem Hof, als du jemals erarbeitet hast. Und du hast bestimmt Arbeiten nicht erfunden. Natürlich, siehst doch, ich bin hier hart im Business. Oh, naja. Wo ist denn hin? Herr Krüger, Moment, eine geht noch drauf. Dann haben wir hier 6 drauf, dann machen wir auf die andere noch 4. Und Sie haben chillige Arbeitszeiten bei mir. So wie du. Bären? Dann arbeiten, wenn Sie Lust haben. Ja. Das hört sich sehr gut an. Quasi ja. Gut, voll. Also bin ich mal beim Kaffee trinken. Ich lagere Ihnen jetzt noch, was haben wir da drauf? 6, dann lagere ich Ihnen jetzt noch 3 auf, eine steht noch drin, dann sind wir bei 10. Hey, wie mal hier, ne? Pack hier immer mit an. Volker? Hm. Nicht so niedergeschlagen wirken. Nee, alles gut. So, 4 stehen noch hier. Dann hätten wir's. Herr Krüger? Ja. Gut. Okay. Also, ich weiß nicht. Also, 4 stehen noch drin. Die können Sie dann noch aufladen. Ja, kann ich denn machen. Gut, dann danke ich Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Wo müssen die jetzt nochmal hin? Was sagt denn Ihr Chef? Wasserwerke, Elektrowerke, irgendwas hat er gesagt. Ja, Wasserwerk.
Wo finde ich das denn? Da war ich noch nie. Ganz im Norden. Ganz im Norden, okay. Jo. Bis Dankeschön. Dann. Tschö. So, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Macht's gut. Tschüss.